Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dillbrecht. Noch 25 Tage bis Ostern. Heute geht es um einen Menschen, der sehen will, fühlen will, der erleben will, was er glaubt. Er will Jesus erleben. Die Rede ist von einem der engsten Freunde Jesu, von Thomas, einem der Jünger, der 3 Jahre Zeit mit ihm verbracht hat, der die Heilungen und Wunder erlebt hat, der dabei war, der mit Jesus diskutiert hat, geredet hat, einer im engsten Jüngerkreis. Als Jesus von seinem bevorstehenden Tod erzählt, da fragt Thomas nach. Er will es genau wissen. Sein Beiname ist Zwilling. Es ist nicht klar, ob er ein Zwillingskind war oder ob vielleicht bei ihm zwillingshaft Glaube und Zweifel zum Vorschein kommen, deutlicher zum Vorschein kommen als bei anderen gläubigen Menschen, die es einfach für sich behalten, wegdrücken, nicht zum Ausdruck bringen, auch nicht Gott gegenüber, auch nicht gegenüber ihren christlichen Freunden und Freundinnen. Und es ist auch gar nichts grundsätzlich verwerflich für Gott, dass wir Dinge sehen wollen und anfassen wollen. Wir haben es bei Gideon erlebt, wie er den Tau spüren wollte, entweder auf dem Wollvlies oder neben dem Wollvlies. Und letztlich hilft es uns in unserer Beziehung zu Jesus Christus nicht weiter, wenn wir sagen, oder innerlich sagen, ja, das muss man halt glauben, das glaubt man, oder das habe ich im Konfi-Unterricht gehört, oder das steht so in der Bibel. Das sind nicht die Aussagen, die uns tragen, denn sie sind eventuell noch nicht mit hineingekommen in unsere Beziehung zu Jesus Christus. Und so ist es schön und wichtig, dass es diesen Thomas gibt, diesen Zweifler, der dann als allererster aller Jünger sagen wird, mein Herr und mein Gott, sagt er zu dem auferstandenen Christus. Und zwar nicht so, wie es in vielen künstlerischen Darstellungen zu sehen ist, wo Thomas seine Finger in die Wundmale des Auferstandenen legt. Nein, dazu kommt er gar nicht mehr. Er war so erschrocken, dass er in diesem Schreck, einem Gottesmoment, es sagt und bekennt, mein Herr und mein Gott. Eine schockierende Begegnung, nicht nur für ihn, sondern für alle Jünger, die in diesem Raum versammelt waren. Filmreif, könnte man sagen. Filmreif, Jesus in seinem Auferstehungsleib. Erkennbar, wiedererkennbar, aber doch so ganz anders. Er geht durch die verschlossenen Türen hindurch. Und so kommt er zu Thomas. Und den ersten, den er anspricht, das ist der Thomas. Jesus erlegt die Finger in die Wunde. Er redet nicht drumherum. Er streichelt auch nicht mal eben die Seele von Thomas. Er führt auch kein psychoanalytisches Gespräch. Er stellt nicht Fragen, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Unglauben. Nein, Jesus weiß, dass wenn er selbst als der Auferstandene, der kommt mit der ganzen Liebe Gottes, wenn er diesem Thomas gegenübertritt, dann wird das für ihn eine Begegnung sein, die seinen Zweifel verändert, verwandelt in Glaube und Vertrauen. Denn darum geht es. Nicht, dass wir irgendwelche auswendig gelernten Sätze über Gott, über Christus glauben, sondern dass wir ihm begegnen. Und deswegen war es mir so wichtig, in diesen 40 Tagen, dass wir uns täglich 15, gern auch mehr, 15 Minuten Zeit nehmen für diesen Auferstandenen, um ihm zu begegnen. Und was heißt denn begegnen?
Begegnen heißt, dass wir im Vertrauen annehmen, dass er da ist. Dass wir es glauben, dass Christus im Heiligen Geist in uns wohnt. Dass wir, egal wie weit weg wir uns fühlen, er immer noch viel näher ist, als wir uns vorstellen können. Dass er, der Immanuel, bei uns ist, der Gott, der bei uns ist. Deswegen diese 15 Minuten und deswegen auch diese kleine Bibellese, nicht um Wissen über Gott zu sammeln, sondern um das hineinzunehmen in diese Liebesbeziehung, die Gott, der Vater, im Sohn durch den Heiligen Geist mit uns haben möchte. Und so bitte ich dich darum, spreche es mit Jesus. Was sind die Dinge in deinem Glaubensleben, wo du sagst, da möchte ich etwas sehen? Da brauche ich das zu sehen, bevor ich glaube. Was sind die Dinge, wo du zweifelst? Jesus hat kein Problem mit unseren Zweifeln, aber er will sie verwandeln in noch tieferes Vertrauen. Benenne diese Dinge im Gespräch mit Jesus, leg sie ab am Kreuz von Golgatha im Vertrauen darauf, dass er es verwandelt. Und lies heute aus dem Johannesevangelium die Kapitel 14, Verse 1 bis 6 und 20, die Verse 24 bis 31. Einen gesegneten Tag wünsche ich.